Ich bin Lena und ich studiere VWL. Was unterscheidet BWL von VWL? Ja, Klassiker. Also VWL guckt sich halt einfach die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge an. Und bei BWL geht es halt wirklich eher nur darum, wie der Betrieb, ein Unternehmen an sich als Einzelnes, optimal handelt. Warum studierst du VWL? Also ich studiere VWL, weil ich mich immer schon für so gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge interessiert habe und ich finde diese Frage super spannend, inwiefern man das ganze Gesundheitssystem und so staatliche Transfers und wie man Steuern, wie man das irgendwie optimieren kann, weil ich meine, das betrifft jeden von uns. Was gefällt dir an deinem Studium am besten? Ja, mir gefällt dieser Mix an Leuten, also man hat schon hat sehr viele verschiedene Leute, die da zusammen studieren und ich finde es halt einfach gut, dass man eine sehr, sehr breit aufgestellte Grundausbildung hat und man sich hinterher dann dahin orientieren kann, wofür man sich interessiert. Was gefällt dir an deinem Studium nicht? Am Anfang ist es halt sehr mathematisch und sehr, ja, nicht so realitätsbezogen. Und das ist am Anfang ein bisschen schwierig dran zu bleiben, aber das kommt mit den Jahren. Also. Wem würdest du VWL weiterempfehlen? Mein Bruder, der fängt jetzt auch an, das zu studieren. einfach allen Leuten, die interessiert sind am aktuellen Tagesgeschehen, auch an Politik, aber die auch Mathe gut finden. Es ist nicht einfach nur so irgendwas mit Wirtschaft, also da steckt schon noch mehr hinter. Also wenn man einfach nur keine Ahnung hat, was man machen soll, dann kann man das natürlich auch gerne studieren, aber man steht das Studium nicht durch, wenn man nicht auch Interesse mitbringt.